Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Es ist Sonntag. Sonntags gibt es von uns ein Highlight-Video. Und wenn ihr das so ein bisschen honorieren wollt, was wir euch jeden Sonntag bieten und generell jeden Tag, dann abonniert jetzt den Kanal. Das ist wichtig. Und am Anfang traurige Geschichte. Wir sind Camper, Jesse und ich campen. Mercedes weiß das und hat gesagt, ey, wir haben die neue V-Klasse, Marco Polo. Wir stellen dir den St. Peter-Ording vor, direkt am Strand, pennen, mega geil, Surfer dabei, dies, das. Ja, hat nicht geklappt wegen Corona. Und jetzt, Leute, das ist dein Herzblatt, Jan. Ich habe euch was mitgebracht, nämlich die... Jesse! Und was machen wir heute? Wir werden gemeinsam... Ich muss mal hier raus. Willst du mal rauskommen? Ich komme mal raus. Wir werden gemeinsam die erste Nacht hier verbringen. Kochen, dekorieren und euch so ein bisschen mitnehmen und euch den Camper vielleicht kurz auch zeigen, oder? Und ja. Morgen früh dann erzählen, wie die erste Nacht war. Ich sage euch was, das wird romantisch. Wir sind schmutzige Wildcamper und wir zeigen euch einfach mal, wie dieses Wildcamping mit uns und diesem Mercedes einmal so vonstatten geht, oder? Ja, viel Kommt Spaß mit. Dabei. Das Wichtigste beim Camping ist ja eine gute Vorbereitung und ein gutes Outfit. Gutes Outfit hat Jan schon direkt hinbekommen. Adiletten. Hose mit ein paar Flecken und lässiges T-Shirt. So funktioniert es auf jeden Fall. Und jetzt geht es um die Vorbereitung. Ich habe da mal was mitgebracht. Wartet mal kurz. Hast du was vorbereitet, Jessica? Ich hab vorbereitet. Nö, du, lass dir Zeit. Einmal. Jetzt kommt das zweite noch. Willkommen in meinem Leben. Sie nimmt viele Sachen mit. So. Und zwar zeige ich euch jetzt ein bisschen, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte, wenn man so eine Nacht eben wild campt. Immer. Und ganz wichtig ist erstmal Dekoration. Die lege ich jetzt mal auf die Seite. Die benutze ich nämlich gleich bei der Dekoration, die ich euch zeige. Für Umwelt. Guter lässt. Ja, ihr wisst Bescheid. Ja. Ja, Zwiebeln noch haben Zwiebeln wir noch dabei noch? Fürs Kochen. Und was kochst du heute? Spaghettis. Spaghetti. Na, 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 na. Federico. Ja, das war's. Mein Buch noch für später, weil mit Jan quatschen mag ich nicht so gern, wenn es dann dunkel wird. Mhm. Wenn es dunkel wird, liest sie ein Buch. Das ist so dumm. Wie Jan schon richtig gesagt hat, man nennt mich Tine Wittler in dunkelhaarig. Nicht wahr? Ja, jeder sagt's. Und was wir jetzt erstmal machen, ist hier hinten den Kofferraum auf. Funktioniert elektrisch, kostet ein bisschen Aufpreis, ungefähr 800 Euro. Aber, finde ich, lohnt sich total. Und schaut mal, falls es jetzt regnet, kann man jetzt hier unten auch sitzen, sich alles aufbauen. Aber wir machen es jetzt auf der Seite, weil es schöner aussieht. Jesse und Tine Wittler in kurzhaarig passt hier drunter. Oder auch nur Tine Wittler wahrscheinlich. Ja. Und was ich euch jetzt kurz zeigen möchte, ist, dass wir jetzt hier optional die Möglichkeit haben, beziehungsweise optional hier die Stühle und einen Tisch integriert haben, was sehr cool ist. Und die bauen wir jetzt einfach mal zusammen aus. Ist immer gut beim Campen, Stühle dabei zu haben, oder? Ja. Erstmal, guck mal hier, kann man so hochklappen. Das ist auch sehr wichtig, weil das ist immer mein Job. Ja, Jesse ist immer mega wütend, weil ich habe nicht viele Jobs im Urlaub, aber ich muss... Sachen aufbauen und ich muss kochen. Ja, den ja, Rest genau. macht sie. Also und den Abwassertank leeren und Wasser nachfüllen. Eigentlich macht er alles. Und fahren. Ich muss es, glaube ich, gleich zusammenklappen, dass es geht. Pascal, wie viel Zeit haben wir für sowas? Auf der anderen Seite. Also, ich habe vorne das Review gedreht. Ich hoffe, ihr habt es schon gesehen. Und Jan hat mich ausgelacht, weil ich bei vielem sehr lang gebraucht habe. Deswegen ist es jetzt umso besser, ihm dabei immer zuzuschauen. Man nennt mich auch den Tim Taylor des Stühleaufbauens. Aber jetzt seht ihr mal, wie es realistisch ist. Es ist halt manchmal so, das Ding fällt da weg. Aber was ich finde, dass die Stühle total... Jetzt hier unten wieder. Genau. Die Stühle so, sehen ganz einfach. Sehr ein gut. Stuhl. Ah, ein Stuhl. Ich nehme ihn mal mit. Die Stühle sehen echt ganz schön aus, sind auch mit so einem Marco Polo Logo hier hinten. Das ist ja irgendwie ganz cute. Und was wir jetzt machen, während Jan den anderen Stuhl mal aufbaut, ist den jetzt mal hier hinstellen. Und ich zeige euch mal, was ich jetzt Grandioses an Dekoration dabei habe. Erstmal passen wir jetzt zu dem roten Auto grüne Sandkissen. Das ist nämlich genau mein Ding zu dekorieren. Unglaublich schlecht.
Ich stehe auf grün und ich finde. Was machst du jetzt mit dem? Wieder Kissen dann drauf? Dann mache ich jetzt, ne, hier wieder ein Kissen drauf. Mhm. Soll ja auch bequem hier sein. Machen wir in jedem Urlaub so. Wir haben in jedem Urlaub so ein Kissen dabei. Jetzt wird es aber noch besser, weil ich habe meine schönste Dekoration für euch ausgepackt. Einmal habe ich jetzt hier noch ein paar Blümchen gepflückt, während Jan den Tisch aufbaut. Stelle ich die mal hier hin. Nicht zu vergessen und sehr, sehr wichtig ist natürlich auch eine Kerze, ebenfalls in grün. Ja. Wenn wir den so niedrig stehen lassen wie vorhin. Nee, handwerklich einfach Talent. Ja, bist du. Sehr gut. Nee, mach weiter. Also das Wichtigste ist jetzt, ich brauche den Tisch eigentlich. Aber ihr seht schon, die Romantik fängt langsam an. Und jetzt hier ist das Schönste, was ich daheim habe, oder was wir daheim haben, eine wundervolle Dschungel-Tischdecke. Jessie, es wird so richtig krasses Influencer-Video. Wie dekorieren die Influencers eigentlich ihre Marco Polo V-Klasse, die sie sich niemals leisten könnten? Jetzt kommt schon, so ein Quatsch. So ein Quatsch. Also, wir stellen ihn jetzt gleich mal noch ordentlich hin, das mache ich dann gleich. Go Lisi zahlt. Go Lisi zahlt, genau. Hier habt ihr dann die wunderschöne Tischdecke. Irgendwas läuft schief, aber das gehört so. Das mache ich jetzt noch schnell. Na, so, ist schon besser. Und jetzt guckt euch das mal an. Einmal, zweimal. Ich würde sagen, man reiche mir mein Bier. Muss ich dazu? Du darfst dazu, aber jetzt. Nein! Jetzt kochst du für uns, oder? Jetzt koche ich. Und während ich koche, zeigt euch Jessie mal hier das Ding ein bisschen, oder? Ja, kann ich machen. So, damit dieses Video jetzt nicht so Influencers in the Wild mäßig wirkt, machen wir jetzt so ein bisschen Männer-Real-Talk, weil ich bin ja normalerweise dafür zuständig, genau den Scheiß hier immer aufzubauen und in unserem Urlaub sieht es nie so aus. Hä? Hat noch nie so ausgesehen, war immer total schmutzig, total versifft, aber heute fürs Video, ne, ist ja ein Feiertag. Was jetzt interessant ist, normalerweise, ja, beim Kalli von Volkswagen sind die Stühle ja hier. Finde ich im ersten Moment blöd, weil ich die da rausholen muss. Hier haben wir sie hier unten, finde ich im ersten Moment besser. Ne? Da haben wir ein Riesenfach, was gut ist. Kann man hier so öffnen. So hebt es auch. Aber ich habe natürlich unten keinen Kofferraum mehr, was vielleicht auch manchmal fürs Verstauen ein bisschen doof sein kann. Was ich cool finde, also so richtig cool finde, ist das hier. Weil ich kann das hier anschließen. Ne? Das ist die Dusche. Und dann, Jessie, kannst du mal kommen? Ja. Ah, warte. Könnte man hier theoretisch duschen? Total praktisch. Mache ich jetzt nicht, aber da ich Adiletten anhabe, ne, kann ich mir hier die Füße waschen. Das ist das eine, was ich euch zeigen will. Und das andere wird jetzt für Pascal ein bisschen ambitioniert. Hast du Angst wegen deinem Mercedes? Ich möchte nur nicht, dass alles nass wird. Hier drin ist die Gasflasche. Ist für mich wichtig, weil ich bin ja der Koch. Da unten ist so, Jessie, wie viel? 2,8 Liter. 2,8 Liter. 5 Kilo steht da drauf. Okay. Vielleicht muss man da halt auch rein und raus bekommen, aber wenn man das mal raus hat oder so, dann geht das bestimmt ganz gut. Jessie zeigt euch jetzt den Innenraum, oder? Ja, wir verstauen jetzt mal die Sachen und ich würde sagen, ihr kommt jetzt mit. Ja, leider darf ich noch nicht Feierabend machen, denn ich putze bei uns, ich räume bei uns auf und ich räume auch bei uns ein. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Ich möchte euch so ein bisschen die Staumöglichkeiten hier drin zeigen. Und erstmal mache ich hier jetzt mal das Dach hoch und kann das jetzt hier einfach hochklappen, was super easy ist. Habe hier so zwei Schlaufen, da muss ich jetzt kurz hochklettern. Natürlich muss man hier auch immer die Schuhe ausziehen. Ich mache das mal schnell. So, einmal. Und einmal reicht sogar schon. Und jetzt schaut mal, zweites Mal komme ich nicht dran. 2,35 Meter Stehhöhe, das ist mega chillig. Und Jan hat es jetzt hier auch gleich sehr bequem, wenn er dann kochen möchte. Um für ihn perfekt vorzubereiten, dass er hier das leckerste Spaghetti Bolognese ohne Fleisch macht, was es jemals gab. Einerseits hier einen Topf. Und schaut mal, wir haben jetzt hier immer so kleine Druckknöpfe, können das jetzt hier rausfahren. Und hier haben wir jetzt eine sehr große Schublade, der einerseits einen Topf reinpasst und eigentlich auch eine Pfanne. Beides wird ein bisschen schwierig. Kleiner Kritikpunkt, wahrscheinlich müsstet ihr eine kleinere Pfanne mitnehmen. Ich war natürlich viel Hunger, wie immer. Die passt jetzt hier einfach nicht mehr rein. Ich mache sie hier aber mal auf die Seite. Wir haben jetzt auch noch ein Schneidebrett. Das machen wir jetzt vielleicht mal hier oben rein. Hier haben wir auch noch eine Schublade mit viel Platz. Schaut mal, hier passt doch die Pfanne vielleicht rein. Können wir mal ausprobieren. Ja, hier passt sie
auch nicht rein. Okay, erster Tipp, wenn ihr mit Marco Polo irgendwo hingeht, auf jeden Fall keine zu großen Pfannen mitnehmen. Das war nicht so clever. Das kann man jetzt auch noch hier unten reinmachen. Hier haben wir dann viel Platz. Man muss ja immer gut stapeln. Hopsala. Hier habt ihr noch einen kleinen Besteckkasten. Da machen wir jetzt auch noch das Besteck rein. Aber ja, man muss schon gucken, dass man nicht zu viel mitnimmt. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, wir haben ja jetzt für ja, 2 bis 3 Personen hier gepackt. Kann schon eng werden, wenn man dann so eine große Familie mit dabei hat. Ich packe jetzt mal hier alles rein, was Jan dann gleich beim Kochen braucht. Besteckkasten, wie gesagt, haben wir hier. Ich räume mich auch ordentlich rein. Ein großes Messer, das auch viel zu groß ist, als dass es irgendwo reinpassen könnte. Vielleicht hier an die Seite. Große Teller, habe ich euch ja schon gezeigt. Also ihr seht, hier kriegt man einiges unter. Und ich habe natürlich euch vorhin vergessen zu sagen, wir haben natürlich auch eine Zahnbürste mit und unser Beauty-Zeug. Hier unten habe ich dann noch mal ein bisschen Platz, kann das hier so wegschieben. Schaut mal, hier könnt ihr auch eure Vorräte dann noch mal reinmachen. Das Klopapier und solche Sachen, also alles, was wichtig ist. Gewürze machen wir jetzt mal hier oben rein. Und dann haben wir eigentlich schon alles verstaut. So, und jetzt zeige ich euch mal noch, was es hier drin alles gibt und mache hier mal die ja, Flächen auf. Hier unten vielleicht noch den Pfeffer. Jan darf nachher alles suchen, was ich jetzt hier so genial verstaut habe. Ihr habt jetzt hier eine Spüle. Ich mache die hier mal rein, beziehungsweise unser ja, Saubermachzeug mache ich jetzt hier mal rein für später zum Abwaschen. Wir haben hier 2 Kochfelder. Jan wird euch nachher erklären, wie sie funktionieren. Und hier mega gut einen Kühlschrank mit 40 Liter Fassungsvermögen. Da passt echt einiges rein. Alles, was wir jetzt eingekauft haben, ist da natürlich auch drin. Und schaut mal hier hinten, mein Lieblingsplatz oder mein Lieblingsteil hier im Camper. Meine Beauty Zone. Heißt, ich kann mir morgen früh dann hier, ich hoffe, man sieht vielleicht auch Pascal jetzt gerade. Das war der Trick. Ja, ich zeige euch jetzt noch kurz den Innenraum hier vorne, beziehungsweise das Infotainment-System, weil das finde ich sehr, sehr gut. Und schaut mal mit mir da vorne rauf und rein. Wir haben jetzt hier das MBUX. Das kennt man von Mercedes, ist beispielsweise auch in der E-Klasse, die wir euch vorgestellt haben auf unserem Kanal. Funktioniert sehr intuitiv und was jetzt sehr interessant hier ist, wir haben hier einen eigenen Mercedes-Benz Advanced Control und hier können wir jetzt genau über das 10,25 Zoll große Display da vorne alles steuern, was hier in dem Womo so abgeht. In dem Womo und dem Wohnwagen natürlich. Das heißt, Licht kann ich einstellen, kann die Kühlbox. Jesse, wie heißt das Auto? Marco Polo auf V-Klasse-Basis. In diesem LKW. Haben hier die Kühlbox, ich habe jetzt mal ein bisschen kälter gestellt, haben hier auch noch alles zum Schiebedach, könnt es öffnen und schließen. Schiebedach machen wir euch ein Schnittbild drüber. Das ist mega cool. Kann man hier nämlich auch öffnen, ist optional dabei. Kann man öffnen, ein Schiebedach. Kann man öffnen, ja. Ich kann es jetzt nur gar nicht zeigen, weil das zu schwer wird für Pascal, das zu filmen. Hier haben wir dann auch noch die Heizung, gerade auf 20 Grad gestellt. Kann man hier an- oder auch ausmachen. Ich finde das super intuitiv. Licht möchte ich euch noch kurz zeigen. Da habt ihr alle Lichter, Lichtszenarien. Habt jetzt hier fürs Dinner so ein bisschen Essen. Habt aber auch für Hey, das Komfort, Licht geht aus. Ich bin hier am Schnibbeln. Dynamic. Also könnt euch hier jetzt eine eigene Lichtstimmung reinmachen. Habt ihr auch noch das Hauptlicht, das ihr an- und ausmachen könnt. Mama, kochens Lichtstimmung. Und ich habe hier das Ambiente-Licht. Ich mache mal für Jan ein, ja, das ist doch Kochen-Lichtstimmung hier, Balance. Sehr gut. Habt ihr auch alles zur Versorgung. Frischwasser, Grauwasser habt ihr auch. Hier die Übersicht, ich finde übrigens Grauwasser eine sehr nette Bezeichnung. Grauwasser nehme ich zum Kochen. Okay. Sehr nette Bezeichnung für Dreckwasser. Und hier habt ihr auch nochmal alle Größenangaben, die ihr braucht. Übrigens, der Marco Polo ist 5,14 Meter lang und hat einen Wendekreis von 11,8 Meter. Ich habe ja noch meine ganzen Daten. Jesse, dieses Video soll unterhaltsam werden. Ja, es ist doch unterhaltsam, es interessiert mich doch, oder? Klingt wie Verkaufsfernsehen, ey. Was machst du da hinten, Jan? Ich schnibbel. Du schnibbelst. Ich schnibbel, ich koch gleich. Es gibt jetzt Spaghetti-Bollo ohne Bollo mit ganz viel Knoblauch. Nasi-Goreng ohne Reis. So, Freunde, es ist vielleicht ein kleines, lustiges, wenn überhaupt lustiges Video für euch, aber für mich ist es groß, weil, naja, ich bin ja so eine Mischung aus Thomas Hensler so, und Joachim Melzer und eine Reinkarnation von einem Spitzenkoch. Und Pascal
unser Filmer und Freund hat natürlich gefragt, ey Jan, wie machst du denn das jetzt hier, dein Nasi Goreng, was du jetzt hier kochst, dass es einfach so super lecker wird. Ich habe Öl vergessen, aber dafür habe ich Salz und Nudeln. Und erstmal haben wir von Mercedes hier in der V-Klasse diesen tollen Herd gestellt bekommen. Heißt, ist aus Gas, ist für mich als Spitzenkoch natürlich sowieso besser, weil ich koche normalerweise nur mit Gas, weil nur dann wird es richtig lecker. Ich habe jetzt hier fürs Nasi Goreng diese Nudeln mitgebracht. Ne? Nee, Quatsch, wird eine Überraschung, was das wird. Und die Nudeln, ne? Wasser habe ich mal hier vorbereitet. Stopp. Salz, es muss Salz hier ins Wasser rein. Das ist natürlich völlig klar, dafür muss man das aufmachen. Und handelsübliches Meersalz kommt hier aus dem Rhein extra von der Bäuerin, die Meersalzbäuerin am Rhein. Muss man auch nicht mit sparen, viel Salz, immer gut. Ne? Und da zitiere ich meinen alten Freund Alfons Schubeck, der immer gesagt hat, dann mache ich einen Kartoffelstampf mit 500 Gramm Kartoffeln, 500 Gramm Butter und ein Stückchen Ingwer für den Blutdruck. Und genauso wird das Kochen heute auch. Schaut euch das mal an hier, die Nudeln einfach ins Wasser. Pascal, eine oder zwei Nudeln Packung? Zwei, sagt er. Zwei natürlich. Zwei ist viel Nudeln, sind gut. Jessie hat auch immer Hunger. Und sieht jetzt komplizierter aus, als es ist. Das macht er einfach hier auf. Also das Gericht ist schon ein anspruchsvolles Gericht. Und dann einfach wieder zu den anderen Nudeln ins Wasser. Der Abstand zwischen den beiden Packungen darf nicht zu groß sein, weil sonst sind die halt durch oder auch nicht durch. So, da müsst ihr jetzt nichts machen, ne? Wenn ihr wissen wollt, wie man Nudeln macht da draußen. So. Und jetzt haben wir hier kein Öl dabei, aber dafür die Artischocken. Ja, Pfanne ist an. Wir machen hier mal das Öl rein. Da muss man auch nicht mit sparen. Alte Alfons Schubeck Taktik. Wow. Und jetzt, wir haben hier drin keine Dunstabzugshaube in meiner Profiküche. Normalerweise bin ich natürlich Besseres gewohnt. Mache ich jetzt hier die Zwiebeln und den Knoblauch rein und dann schön goldbraun anbraten lassen. So. Schaut euch das an. Au! Ja. Und da seht ihr mal, in der Mercedes V-Klasse kann man auch richtig leckere Sachen machen. So, und jetzt haben wir hier die Dosen schon mal für euch geöffnet. Bio natürlich, Gesundheit ist für uns wichtig. Eine Dose, handelsübliche Dose habe ich mal vorbereitet. Und jetzt sehr wichtig natürlich, was haben wir da? Chilis. Pascal liebt Chilis. Nehmen wir die Chilis, machen die auf. Wir machen alles aus Dosen. Das sieht im ersten Moment nicht so professionell aus, aber wird köstlich schmecken. Schmecken, wir haben auch noch Parmesan dabei für später. Schön mit Chilis nicht sparen, ne? Oder? Pascal, magst du scharf eigentlich? Ne? Ja, mag scharf. Scharf ist dein Lieblingsessen, ne? In China ist scharf ja auch eine Geschmacksrichtung. So, und jetzt haben wir hier Knoblauch, das haben wir schon drin. Und schaut mal hier Kapern, die nehmen wir, öffnen wir und machen die komplett rein. Pascal, magst du Kapern? Kapern mag er richtig gern, hat er mir gerade gesagt. Jessica, Wein. Ich brauche Wein. Und was Jessie ja immer sagt, ist ganz wichtig, weil so ein richtig gutes Essen braucht Salz und Pfeffer, ne? Salz und Pfeffer, das sind die wichtigsten Zutaten. Ja. Das Original mit der einzigartigen Würzmischung. Soll ich ein bisschen Wein? Nee, es wird erst professionell. So, mach mal einfach rein. Und jetzt mit Salz nicht sparen, hier aus dem Rhein. Ja, und im Grunde war's das. Jetzt muss man so leicht köcheln lassen, bis die Nudeln richtig schön weich sind. Wie der Italiener sagt, al dente. Ja, und dann später können wir das einfach mal zusammen probieren und ja. Schreibt mir gerne die Kommentare, ob ich vielleicht so einen Koch-YouTube-Channel machen sollte, ob das euch interessiert. Und dann sehen wir gleich, wie es schmeckt. Also das Essen war wirklich sehr lecker, Jan. Natürlich war es lecker. Ich habe es ja gekocht. Pascal hat es auch geschmeckt, oder?
Ja, war dreimal schon Nachschlag hat er genommen. Dreimal Nachschlag. Das war auf jeden Fall sehr lecker. Schmeckt's noch. Irgendwie hat's geschmeckt, außer die Artischocke, das war ein bisschen zu viel. Aus der Dose. War alles aus der Dose. Naja, egal. Es ist halt so beim Camping, man muss aus der Dose kochen. Und was ich euch jetzt noch zeigen möchte, bevor wir ins Bett gehen, darauf freue ich mich natürlich auch schon, ist die MBAC-App. Auf was? Aufs Bett? Aufs Bett und aufs Bett gehen, okay. Aufs Schlafen, genau. MBAC-App, und zwar könnt ihr die auf euer Smartphone installieren, einfach runterladen und euer Fahrzeug connecten. Und dann könnt ihr damit im Prinzip alles steuern, was ich euch vorne schon gezeigt habe. Wie beispielsweise das Licht. Wir machen jetzt mal eine verschiedene Lichtszenerie hier. Haben jetzt hier beispielsweise Komfort. Ihr seht, alles ändert sich. Du bist eine Magierin, Jessica. Das Magic. Könnt ihr alles fürs Wohnen einstellen? Habt ihr die Heizung? This is where the magic happens. Genau, this is where the magic happens. Habt ihr auch die Kühlbox im Blick und habt ihr auch alles fürs Auto. Das ist natürlich praktisch, wenn ihr beispielsweise unterwegs seid, schon mal das Auto vorheizen möchtet, irgendwie erfroren seid vom Surfen oder wie auch immer. Es gibt auf jeden Fall viele Situationen im Leben, wo man das mal nutzen kann, oder? Ich stelle es mir vor, man kommt vom Surfen, zieht sich das Handy aus aus dem Neopren. Genau. Und iPhones dann, sind doch wasserdicht eigentlich. Ja, oder? Wärmt man das hier vor. Frage an unser Firma Pascal. Ich habe jetzt ja relativ köstlich gekocht heute, wie immer. Hättest du lieber Ravioli gehabt? Es hat ihm geschmeckt. Das er sagt gut nein, es war schon lecker. Gemacht, war ja. Schon lecker. Wir gehen jetzt ins Bett. Jetzt gehen wir ins Bett, ja. Ja. Ja, ich dachte immer, eigentlich hätte ich mal was Richtiges gelernt, dann müsste ich den Scheiß hier nicht machen. Come on! Ihr seid wirklich cool. Bei uns im Schlafzimmer drin und wer hier noch drin ist, sind etwa 1000 Schnorke, wie der Partner seid. 1000 gell? Mücken gefällt das. Ja, weil Jessie halt das Licht angelassen hat. Das war nicht so clever, leider. Wie ist das Bett? Das Bett ist mega gut. Ich freue mich jetzt auf die erste Nacht, weil schaut mal, wir haben jetzt hier so einen Tellerrost. Der fühlt sich schon mal sehr geschmeidig Rost, an. Rost, oder? Kein Rost. Rost, Rost. Teller Rost. Fühlt sich sehr geschmeidig an und es ist auch so atmungsaktives Material da unten. Heißt, falls Jan jetzt mal wieder schwitzt, wie sonst auch. Was? Geht es auf jeden Fall nicht. Weil Jessie mal wieder schnarcht, wie ja, sonst auch. Und nee, ganz ehrlich, zu viel Privatsphäre. Was wir machen, ist schlafen und morgen früh sprechen wir dann drüber, wie es hier drin war. Gute Nacht. Morgen. Für die Glaubwürdigkeit und Kredibilität lassen wir euch jetzt hier in unser Schlafzimmer. Eigentlich wollt ihr nie, dass es so weit kommt. Das darf auch nicht passieren. Aber viel wichtiger ist, richtig unprofessionell, wie war die Nacht, Jessica? Die Nacht war gut. Es war sehr gut. Das Bett war erstaunlich bequem, vor allem mit dem Lattenrost. Aber wir haben einen ziemlich dummen Platz gewählt, weil... Weil morgen haben die hier so Boote ins Wasser gelassen, ganz viel. Und schon überlegt, ob sie uns anzeigen wollen, weil sie Deutsche sind. Ab 5 Uhr morgens. Wir haben vergessen, das Dachfenster zuzumachen. Ja, das war nicht so clever. Und was auch schade ist, man kann auf die Seite vorne nicht rausschauen, weil da geht nichts auf. Ja. Aber auf die, das fand ich interessant, weil ich habe nackt geschlafen und mein Po war in die Richtung. Und es hat wirklich niemand gesehen. Hat niemand irgendwie, ja. Zum Glück, ja. Ja. Ich habe gut geschlafen. Frühstücken wir erstmal, oder? Jetzt frühstücken wir erstmal, dann gibt es Kaffee. Ja, jeder Campingurlaub hat auch mal ein Ende. Es regnet, das ist traurig. Das war das privateste Video, was ihr von uns jemals gesehen habt und wahrscheinlich auch sehen werdet, oder? Nee, sowas machen wir öfter, oder? Ständig. Falls ihr es gut findet, dann müsst ihr es uns natürlich schreiben. Wenn nicht, dann schreibt bitte nie wieder. Nehmt bitte nicht alles so ernst, außer das Kochen. Das könnt ihr einfach nachkochen und auf Chefkoch stellen. Und Pascal hat uns Brezeln mitgebracht. Nee, die waren schon da. Ah, hat sie mitgebracht. Das ist unser Frühstück normalerweise in Frankreich. Croissant, Kaffee. Oh Mann, deutsches Frühstück jetzt. Ja, Kaffee deutsches. Und Brezel. Ja, wie findest du den Van jetzt so? Mega. Ich find's geil, dass hier alles elektrisch ist. Ganz ehrlich, wir kommen in ein Alter, wo man nicht mehr so viel Bock hat, immer alles umzustellen. Dach geht alleine auf, die Bank fährt alleine um, die Heckklappe fährt alleine auf. Klingt jetzt ein bisschen spießig, aber ich finde das gut und das zu einem Preis, der unter dem von einem relativ gut ausgestatteten Kalli beginnt. Ja, weil der hier beginnt bei 85 ungefähr, jetzt mit 12.000 Euro Ausstattung und der Kalli Ocean beginnt da erst. Eine Sache fehlt uns. Ich soll es eigentlich nicht verraten. Die Markise?
Die Markise fehlt. Ja, die fehlt. Eine Toilette fehlt halt hier drin, weil Jessica muss aufs Klo. Und die Sicht nach vorne. Ja, aber die Toilette hat man ja auch nicht im Kali so. Ja. Und eine Markise braucht man da auch optional. Wirklich, das Teil ist, finde ich, sehr konkurrenzfähig. Auch im neuen Modell ja irgendwie hier mit Luftfederung, mit neuen Assistenten. Es ist PKW-esker vorne vom Fahren als ein Kali besser. Ich bin gespannt auf den T7, den wir jetzt zeigen dürfen. Mhm. Und die Kali-Version davon wieder. Wichtig ist, dass ihr den Kanal abonniert, uns auch schreibt, ob ihr dieses Video jetzt gut oder schlecht fandet. Das war jetzt mal ein Pilotprojekt. Pilot. Weil. Nee, das gibt's jeden Sonntag. Und wenn ihr den Kanal abonniert, bekommt ihr diese Woche auch den T7. Das wird geil. Bleibt dran. Und tschüss. Ciao.